Im Juni 2008 wird ein kleines Mädchen geboren, leblos. Seine Geburtshelferin beginnt es wieder zu beleben. Das kleine Mädchen stirbt. Seine Eltern nennen es Greta. Ich habe vergessen, dass ich in diesen vielen Jahrzehnten im Grunde an diesem Vorbehalt gegen die Art von Geburtshilfe privat, im privaten Rahmen, nichts geändert hat. Gretas Geburtshelferin ist im Schwurgerichtsprozess angeklagt wegen Totschlags. Im Strafrecht wird bei Totschlag mindestens bedingter Vorsatz angenommen. Täter oder Täterin erkennen, dass das Opfer möglicherweise sterben wird. Sie nehmen das billigend in Kauf. Guten Morgen, bitte nehmen Sie Platz. Das ist nicht meine Geschichte. Aber ich kann da nichts gegensetzen, weil das, was ich entgegengesetzt habe, das wird im Grunde alles als falsch oder als Lüge oder Unwahrheit dargestellt. Und dann ist man ja schließlich machtlos. Ich meine, ich war dabei und ich kann nur wahrheitsgemäß berichten. Es ist, als hätte ich mein Todesurteil erhalten. So fühlt sich das auf der anderen Seite eben an. So ist es jeden Tag